Also dank dir, lieber Chris. Ich bin auch heute nicht Redner, sondern ich bin nur der Spruchbeutel, der Moderator. Und erst einmal vielen Dank, Deckendorf. Vielen Dank, Petrus, für schöne Wetter. Bevor wir zum ersten Redner des heutigen Tages kommen, der Chris hat es ja schon gesagt, ich als Franke kann mir das erlauben. Der nächste Redner muss erst einmal einen Sprachkurs machen. Und zwar muss er mal die Buchstabenlehre lernen. Den Unterschied zwischen dem harten D und dem weichen D und dem harten B und dem weichen B. Aber lieber, der du gleich kommst, kannst du ja meinem Vorbild orientieren. Trotz fränkischer Wurzeln bin ich die ersten 8 Jahre meines Lebens in Niederbayern aufgewachsen. Man hört es halt nicht mehr, aber verstehen tue ich euch noch. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft, die ich genießen durfte, 8 Jahre als Kind. Unser erster Redner wird also sprechen über Demokratie und Extremismus. Kann es sein, dass politischer Extremismus inzwischen Bestandteil der Altparteien geworden ist? Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann es sein, dass Abgeordnete der Altparteien auf undemokratische Art und Weise demokratische Veranstaltungen der demokratischen AfD verhindern? Denkt an Starkbierfest. Und kann es überhaupt sein, dass Gesetzesbrecher teilweise vom Staat bezahlt Leben und Eigentum von AfD-Funktionsträgern beschädigen? Das kann ja überhaupt nicht sein. Das gibt's nur in Nordkorea, aber nicht bei uns. Und mehr dazu jetzt vom ersten Redner, der weitgereisteste fast, der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Nürnberg, begrüßen wir gemeinsam Martin Sichert! Danke. Ja, vielen Dank für diese Anmoderation. Servus Deggendorf, Servus Niederbayern. Schön, dass heute hier so viele aufrechte Menschen auf diesem Platz sich eingefunden haben, um für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land ein klares Zeichen zu setzen. Vielen Dank euch allen dafür, dass ihr heute hergekommen seid. Jeder Einzelne, der hier steht, ist wertvoll. Denn Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind in höchster Gefahr in unserem Land. Wir leben in einer Zeit, in der Politiker der Altparteien mit Extremisten zusammenarbeiten, um sich an der Macht zu halten. Von den Altparteien sind sie alle mit dabei. CSU, CDU, FDP, Freie Wähler, SPD, Linkspartei und Grüne. Sie alle bekämpfen demokratische Alternativen und arbeiten dazu auch mit Extremisten zusammen. Liebe Freunde, wir stehen heute hier, weil wir nichts anderes wollen, als in einem freiheitlichen und demokratischen Land zu leben. Und diesen Willen werden wir auch nicht unterdrücken lassen. Auf der Gegenseite gibt es auch heute wieder eine kleine Gegendemonstration. Und von da kennen wir eigentlich nur den Hass. Ich zitiere mal aus dem Aufruf zur Gegendemonstration für heute. Am 18.06. marschiert die AfD in Deggendorf auf. Der faschistoide Demagoge B. Höcke kommt, um seinen menschenverachtenden ideologischen Blödsinn zu verbreiten. Und weiter? Dieses Mal versucht die AfD mit ihrem bundesweit bekannten Redner Björn Höcke ein Klima der Angst, Missgunst und Hetze zu schaffen. Dazu können wir nur sagen, nein, liebe Demonstranten, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Wenn ihr sehen wollt, wie die Leute aussehen, die ein Klima der Angst, der Missgunst und der Hetze in unserem Land schaffen, dann schaut in den Spiegel. Menschenverachtend ist einzig und allein das, was ihr tut und wie ihr euch gebärdet. Wenn ihr glauben würdet, dass ihr auf der richtigen Seite steht und die besseren Argumente habt, dann würdet ihr uns zuhören, unseren Argumenten lauschen und dann mit uns darüber im Nachgang diskutieren.
aber dazu seid ihr nicht fähig, ihr habt keine Argumente und das Einzige, was ihr könnt, ist kreischen, stören und Gewalt anwenden, wie vorgestern in Metten, um andere einzuschüchtern. Schämen sollten sie sich dafür. Aber wenn ich in die Gesichter der jungen Menschen nicht nur hier in Deggendorf sehe, sondern auch in anderen Orten, die hier auf solchen Gegendemonstrationen sind, die teilweise auch gewalttätig werden, dann muss ich sagen, einige von denen wissen es vielleicht gar nicht besser, denn die meisten sind noch grün hinter den Ohren. Wer es aber definitiv besser wissen sollte, das sind unsere Politiker, die diese Hetze und diesen Hass befeuern in den jungen Menschen. Und allen voran gibt es da eine Dame, die hat das von der Pike auf gelernt. Denn sie war schon im Unrechtsstaat DDR an der Akademie für Wissenschaften FDJ-Staatssekretärin für Agitation und Propaganda. Ihr Name ist heute ein Synonym für den Verfall der Werte unseres Landes, für die Aufgabe jeglicher Vernunft in der Politik, für Massenzuwanderung, für Milliardentransfers nach Griechenland, für tiefe gesellschaftliche Spaltung. Diese Dame ist heute Bundeskanzlerin und wenn wir uns die Zustände im Land ansehen, dann müssen wir leider konstatieren, sie hat Agitation und Propaganda sehr gut gelernt und versteht sich auf die Zersetzung einer ganzen Gesellschaft, die immer tiefer gespalten wird. Wir stehen hier für Einigkeit und Recht und Freiheit und wir stehen hier, weil wir das eben nicht schaffen und weil wir das auch gar nicht schaffen wollen. Wir sind heute hier, um das klare Signal auszusenden, Angela Merkel, du hast genug Schaden angerichtet, deine Amtszeit endet spätestens nächstes Jahr. Liebe Freunde, wir haben es vorhin schon in der Eröffnungsrede gehört. Gestern Nacht wurde mal wieder ein feiger Anschlag auf eine friedliche Familie verübt. Das Haus unseres Landesvorstandsmitglieds Katrin Ebner-Steiner wurde großflächig mit Bitumen bespritzt, das Auto mit Teer und Dreck versaut. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro. Und das alles nur, weil sie sich wie viele von uns für ein Leben in einem Land auf Basis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stark macht. Ich komme aus Nürnberg, einer Großstadt, in der binnen 3 Monaten 6-mal Veranstaltungsorte der AfD verwüstet wurden, Dutzende Scheiben eingeworfen wurden, Bitumen und Buttersäure in Lokalen verspritzt wurde, unzählige Farbbeutel an Fassaden geworfen wurden, nur weil wir Extremisten in diesem Land meinen, Demokratie und Freiheit gewalttätig bekämpfen zu müssen und bekämpfen zu können. Und wisst ihr, was der größte Skandal an der ganzen Geschichte ist? Dass unsere Medien versuchen, alles kleinzureden und totzuschweigen. Wenn auf einem Auto ein Hakenkreuz geritzt wurde und die Täter sind unbekannt, dann macht man da einen großen Aufmacher in der Tageszeitung damit mit Neonazis ritzen Hakenkreuze in Autos. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt keiner weiß, ob es nicht wieder verrückte Linke waren, die meinen, das Auto gehöre einem vermeintlichen Nazi und es so markieren wollen. Aber wenn zahlreiche Scheiben eingeworfen werden, Schäden von über 10.000 Euro entstehen an einem Veranstaltungsort der AfD und es dazu ganz klare linke Bekennerschreiben gibt, dann heißt es, Unbekannte werfen Scheiben ein. Spricht man die Politiker der Altparteien darauf an, wie sie dazu stehen, dann erntet man Aussagen, dass sie es für legitim halten, auch mit Extremisten gegen die AfD zusammenzuarbeiten. Und fragt man die Gewerkschaft Verdi, ob sie diese linksextremen Gewalttaten unterstützen, dann kommt von ihnen keinerlei Distanzierung, sondern die Antworten allen Ernstes, dass sie auf jeden Fall nicht die AfD, die da anfragt, unterstützen wollen. Wundert sich da noch jemand ernsthaft, dass die extremistische Gewalt in unserem Land förmlich explodiert? Bei uns hat sie sich im letzten Jahr verdreifacht und da waren die zahllosen Anschläge auf die AfD in diesem Jahr noch gar nicht mitgezählt. Wir sagen nein, liebe Medien, liebe Politiker, so nicht.
Ihr schwingt immer fleißig die Nazi-Keule, aber wenn es darum geht, wirklich gegen Extremisten vorzugehen, dann kneift ihr und beschädigt damit unsere Demokratie. Zu all den Demos gegen Nazis können wir nur sagen, die braucht es nicht, kommt doch einfach zu uns. Denn wir gehen noch viel weiter. Wir zeigen deutlich, dass für Extremismus jeglicher Form, egal ob von rechts, ob von links oder aus religiösen Gründen, in unserem Land kein Platz ist. Wir wollen keine Antifa, wir wollen keine Nazis und wir wollen keine Salafisten. Und wir wollen auch ein klares Zeichen hiermit für die Demokratie in diesem Land setzen. Wir können den Medien, Politikern und Verbänden nur zurufen, bekennt euch endlich klar zur Demokratie, hört auf, gewaltbereite Extremisten zu hofieren, zu finanzieren und zu verharmlosen. Das wäre ein starkes Zeichen, das die Menschen erwarten gegen Hass, Menschenverachtung und für die Demokratie in unserem Land. Auch hier in Deggendorf sind die Freunde der Demokratie und der Freiheit aktiv. Allen voran die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Hagel-Kehl, die mit dafür gesorgt hat, dass die Veranstaltung mit Björn Höcke beim Starkbierfest nicht stattfinden konnte, weil man den Wirt massivst unter Druck gesetzt hat. Liebe Deggendorfer, liebe Niederbayern, ich frage euch, fühlt ihr euch durch solche Bundestagsabgeordneten würdig vertreten? Nein, das meine ich auch. Solche Menschen sind der beste Beweis dafür, dass wir als AfD recht haben, wenn wir mehr Mitbestimmung für die Bürger und mehr direkte Demokratie fordern. Wer wie Frau Hagel-Kehl die Demokratie schon im eigenen Wahlkreis mit Füßen tritt, wie stimmt so eine Person dann erst im Bundestag ab? Liebe Freunde, es ist an der Zeit für einen Wechsel in der Politik. Es ist an der Zeit, den Menschen mehr Mitbestimmung zu geben. So arrogante und raffgierige Politiker, wie wir sie jetzt erleben, bestes Beispiel letzte Woche wieder Regensburg, der Oberbürgermeister, sowas wollen wir nie wieder einfach über unser schönes Land herrschen lassen. Wir fordern als Bürger Volksabstimmungen bei allen wichtigen Entscheidungen. Wir fordern demokratische Mitsprache. Wir fordern demokratische Mitsprache, denn wir alle sind von den Entscheidungen betroffen, also ist es auch unser gutes Recht, mitzuentscheiden. Und ich kann Ihnen eins sagen, im Gegensatz zu anderen Parteien wie den Grünen sind wir keine Schönwetterdemokraten, die direkte Demokratie nur dann gut finden, wenn bei den Entscheidungen die Ergebnisse rauskommen, die man selber für gut beheißt. Demokratie, direkte Demokratie ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die für uns zur Vollendung unserer Demokratie gehört. In unserem Grundgesetz steht in Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Und bisher ist davon nur eine Hälfte umgesetzt. Bisher dürfen die Bürger alle 4 Jahre ihre Stimme abgeben und dann entscheiden andere für sie. Wir aber, wir sind mündige und selbstbewusste Bürger. Wir wollen auch in Abstimmungen über die elementaren Entwicklungen in unserem Land mitentscheiden. Und das ist unser gutes Recht, denn wir sind das Volk. Vielen Dank. Also lieber Martin, ich bedanke mich bei dir für diese staatsmännische Rede. Ich kenne den Martin ja auch schon eine gewisse Zeit. Und heute habe ich verstanden, du kannst nicht nur einheizen, was du heute bewusst nicht getan hast, sondern kannst auch staatsmännisch reden. Das heißt, wir in der AfD haben die ganze Bandbreite drauf. Danke dir, Martin. Danke.